Zu den vielen Erstlingen, die man den deutschen Einwanderern zuschreiben muss, gehört die Ottendorfer Library als erste Zweigstelle der New York Public Library. Während sich heute in der Gegend um den St. Mark's Place ein Restaurant ans andere reiht, versorgte die 1884 eröffnete Bibliothek die 150.000 deutschen Einwohner mit Lesestoff. Die Hälfte der Bücher war in deutscher Sprache. Oswald Ottendorfer, der Namensgeber und Gründer der Bibliothek, war ein Medienmogul jener Zeit und Herausgeber der deutschsprachigen New Yorker Staatszeitung. Ottendorfer investierte sowohl beruflich als auch privat in die Zeitung. Er begann dort auf einer unteren Position und stieg schrittweise auf. Es ergab sich, dass der Gründungsherausgeber verstarb und sowohl eine offene Stelle hinterließ als auch eine Witwe. Ottendorfer übernahm beide. Heute gehören Bibliotheken und Bücher zur Hochkultur. Doch das war nicht immer so. Während der Bibliothekeinweihung bemerkte der deutsch-amerikanische Politiker Karl Schulz, dass Literatur die Jugend auf Abwege führen könne, räumte jedoch ein, dass Romane der Arbeiterklasse Erholung und Entspannung verschafften. Ottendorfer erkannte, dass man sich neben dem Geistigen auch um das körperliche Wohl kümmern muss. So errichtete er neben der Bibliothek ein freies Krankenhaus, um dem Körper und dem Geist zu helfen. Mehr Informationen über dieses Wahrzeichen und seinen Architekten finden Sie auf dieser Seite. Wenn Sie sich selbst einen Eindruck von der Bibliothek verschaffen wollen, besuchen Sie uns während der Öffnungszeiten.